Jaus wieder bei Bravely Second. Beim letzten Mal haben wir uns noch den Schild des Großmarschalls geholt, um jetzt quasi beides zu haben, damit wir uns hier jetzt entscheiden können. Naja, für was wir uns entscheiden, ne? Das ist auch 60 bis 64. Meine Güte, die gehen vom Level echt gut hoch, ne? Ich denke, dass wir jetzt gerade auf 60 sind. Die wollen echt einiges wissen. Aber ich möchte jetzt ehrlich gesagt ganz gerne wissen, was jetzt... Ja, zwischen was ich jetzt dir entscheiden möchte. Also was jetzt wirklich dann als Auswahl zur Entscheidung steht. Als Auswahl zur Entscheidung, als Auswahl, egal. Ich möchte doch gerne wissen, was der Vater jetzt, vor welcher Wahl er sich stellt. Willst du Schild, willst du Schwert oder beides? Ich will immer noch beides ist die beste Wahl. Anstatt sich auf eins zu konzentrieren. Sache ist, wenn man sich auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren muss, ist natürlich nicht so effektiv, wenn man auch nur eine Sache nimmt, wenn dafür das andere liegen lässt. Ich glaube, das kann man auch allgemein halt so sagen. Ob man sich jetzt auf zwei Sachen spezialisieren möchte, ist natürlich, ist immer jetzt für gewöhnlich, es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber für gewöhnlich ist es nicht so effektiv, als wenn man sich nur auf eine Sache spezialisiert. Es gibt natürlich auch hier und da ein paar Spezialfälle, die auch zwei Sachen zu 100% meistern können und nicht nur, weiß nicht, eine Sache 100% und die andere vielleicht so 50%. Oder zwei Sachen zu 75. Aber es gibt auch sicher welche, die können auch zwei zu 100%, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Also, ja, wenn du jetzt gegen den Gegner kämpfst, der, sag ich mal, jetzt Angriff zur Verteidigung, sag mal, 90-60 hat und du hast 75-75, kannst du vielleicht mit der Verteidigung, also gegen seine Verteidigung gut kämpfen, aber du kannst nicht gegen seinen Angriff ankämpfen. Wenn du stattdessen jetzt aber 150 nimmst, Verteidigung zu Angriff natürlich, kannst du natürlich seinen Angriff gut abwehren. Was ist halt die Sache, auf was man sich da spezialisieren möchte. Zwei Wege? Und da ist halt die Frage. Beides? Eins? Anderes? Jedes hat seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, das ist so die große... Ah, da unten wäre der Truhe gewesen. Okay, zurück. Das ist so die große Aufgabe, die Ideas Vater sie jetzt quasi hinstellt. Sie muss sich ja schon des Öfteren jetzt mal hier für ihr Gewissen entscheiden und jetzt ist wahrscheinlich so die letzte Entscheidung. Für was will sie sich entscheiden? Für was soll sie sich entscheiden? Tja. Bin mal gespannt, wie es dann auch weitergeht. Scheiter nicht. Interessanter Name. Und Toten mehr Schaden. Ja, dasselbe wie alle anderen auch. Okay. Die anderen Waffen sind auch immer noch besser. Sind das eventuell die besten Waffen des Spiels, die ich da schon habe? Die ich mir da geholt habe? Kann gut sein. Wobei, nee. Ich habe schon eine Waffe. Ich hatte ja eine Wunderroute. Die war ja besser vom Magieangriff als der Bogen. Der Stab von Ominous. Das Spiel hat echt teilweise ein paar sehr knifflige Fragen. So gerade die ganzen Sidequests. Entscheide dich für eins oder entscheide dich für das andere? Wenn du dich für das eine entscheidest, schmeißt du halt das andere weg und umgekehrt. Sind schon sehr... Also wir hatten echt ein paar sehr harte Fragen im Laufe des Spiels. Wenn ich mal so zurückdenke, dann war es am ersten... Gut, da habe ich jetzt aber mit Dieb oder Rotmagier. Da habe ich halt so gehandelt, weil ich unbedingt den Dieb haben möchte. War jetzt nicht unbedingt die beste Wahl, also auch im Nachhinein, aber... man hat ja dann beim zweiten Mal gesehen, dass das doch auf jeden Fall sehr viel besser war, dem Dieb zu helfen, anstatt auf eine vielleicht mögliche bessere Zukunft zu hoffen. Als nächstes hatten wir... Jetzt muss ich kurz nochmal kurz in meiner Jobliste gucken. Moment, wo haben wir es denn? Rotmagier Dieb? Genau, Schwertmeister Beschwörer. Ob es jetzt besser ist, seinen Träumen nachzugehen oder eher wirklich in der Realität zu bleiben. Also gut, das Kleine ist vielleicht ein bisschen gemein, aber ob es wirklich besser ist, das zu greifen, was man aktuell hat oder den Träumen nachzueifern. Schauen wir mal schnell durch. Dann hatten wir... Genau, halt an der Vergangenheit fest oder bau wieder für die Zukunft.
Da war das Wohl des einen, der vielleicht alle retten kann, oder lieber das Wohl aller, um versuchen zu retten. Gut, hier ging es im Endeffekt nur um eine kleine Zukunftsentscheidung. Polizist oder Detektiv. War jetzt nicht so groß. Hier war die Sache, ob Schule getrennt oder gemischt. Und hier auch, was man mit einem, ja, mit einem Erben machen soll. So behalten, wie es ist, oder wieder lieber verändern und es verbessern. Und natürlich auch hier mit den Steuern. Macht man dann einfach, dass dann alle irgendwo gleich sind oder welche noch bevorzugen. Joa, da haben wir auf jeden Fall. So, die ersten waren schon ein paar härtere Entscheidungen, der Rest war ja so, ja. Oh, der Vormarsch. Was hast du da? Das habe ich draußen mitgenommen. Ich warte auf eine Gelegenheit, es zu lesen. Könnte eine Karte sein in einem sehr schlechten Zustand. Die Linie verbindet den Julianerwald mit Anscheim. Dann geht sie quer über den Piratenozean bis nach Eisen. Bei Starkfort geht sie dann nach Norden bis hinauf nach Eternia. Dann endet sie bei diesem X in Südeternia. Schau die krakeligen Notizen an. Informationen über die wichtigen Punkte. Hier ist eine genaue Karte des Hochlands von Eternia. Die Linie spaltet sich in drei. Eine führt zur Stadt Eternia, die zweite zum Zentralkommando. Die dritte führt zum Turm der Unendlichkeit. Das Datum, Jahr der Orthodoxie, 2385. Da war ich 3 Jahre alt. Schrift in diesem Stein sieht aus, als ob sie von meinem Vater stammen könnte. Das müssen die Marschpläne von vor 17 Jahren sein, als der Templer seinen den Aufstand startete. Hier diskutierte Brave mit Fürst De Rosa und dem Weisen. Dann kamen wir und holten das Regenbogengarn. Als uns das Garn zum zweiten Mal gab, enthüllte der Weise das Geheimnis der Welt. Wie viele Wege haben sich in dieser Höhle gekreuzt? Wie viele Schicksale wurden hier entschieden? Das ist schon eine sehr schicksalshafte Höhle irgendwie, ne? Moment, ich kann mich auch immer kurz erstmal heilen, sehe ich gerade. Weil hier haben wir auch damals das Gewand bekommen. Hier durften wir auch gegen den Weisen, glaube ich, kämpfen. Und hier müssen wir uns auch wieder für Brave oder bei Brave jetzt entscheiden, wie wir voranschreiten. Ja, doch. Schicksalshafte Höhle, sage ich doch. Okay. Dann gucken wir mal. Father. It is said that the mystic thread used to weave the garb of the Vestals comes from this cave. But it is more than that to me. This is where your mother and I were once sheltered by the sage of Yoyana. It is the place where we were blessed with a strong, beautiful daughter. Huh. And the place where I made my resolve to take back this nation and rule it by my own ideals. Even seeing the faces of the multitudes who had rallied to our cause, our hearts still wavered. Dare we pitch our outnumbered forces against a great religious order with the power of the crystals at their command? Dare we did. We resolved to overthrow the orthodoxy, capture the earth crystal, and seize the throne. But how would we rule this new nation we would forge? How would we lead the world? After 3 days and 3 nights of heated debate, on the morning of the 4th day, I mustered my army. So this is where it all happened. I see you have found the Grand Marshal's sword and shield. And yet you have equipped neither. Tell me, Idia, is this how you would answer me? Hätte ich sie auch ausrüsten können und dir dann sagen, das ist die Antwort, ich nehme beides. Oder ich nehme gar nichts. Dann habe ich auch gar nicht gedacht. Was ist dann, wenn man gar nichts nimmt? Will man nicht herrschen? Weil wir sind, es ist ja quasi dadurch ein Königreich. Oder ein Herzogtum. Immerhin halt mit einer Person an der Spitze. Wenn ich jetzt beides nicht nehme, versuche ich daraus eine Demokratie zu machen, indem ich sage, ich möchte nicht herrschen, sondern alle herrschen? Hm. Das ist eigentlich auch keine so doofe Idee. Wir packen nicht eine Person an die Macht, sondern mehrere. Ja, doch, 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 doch. Die Antwort gefällt mir. Die nehme ich. Das kam jetzt auch eher wieder so spontan. That's right. This is my answer. Explain yourself. As long as a nation exists, it will have enemies, whether or not it seeks them out. A ruler must have the power to fell those who would threaten the people's survival. This is why I sought the Grand Marshal's sword. And every nation has people within its borders.
a citizenry that it must protect. To keep its subjects from harm, a ruler must carry a strong, sturdy shield. So, I sought out the Grand Marshal's shield. But when I took these two great relics, sword and shield, into hand, I suddenly felt afraid. You wielded a mighty sword and a stout shield, yet grew fearful. Intriguing. I thought back to what I had seen in my travels across the realm, and to what I had read in the histories. Stories of men who claimed power to slay their foes, but who forgot the ones they loved, and whose hearts grew cold. Men who gained the power to protect people, but then lost sight of themselves, and grew vain, proud, and complacent. They put too much faith in the power they'd achieved. It became all-consuming. It was all they cared about. That was what I was afraid of. Justice must be supported by might and authority. But when it is delivered at the point of a sword, it is not but coercion. You are right to fear power. Yes, even power sought in pursuit of justice is not immune from corruption. A stout shield is needed to protect the people in times of war. Yet the true goal should be a world with no need for shields. The noble course is to believe in the ideal. Find that stout shield, yes, but do not bear it. The little bird who left our nest has returned on the strength of her own wings. Along the way you were lost, injured and betrayed. You knew despair and cried in anguish. We were confused. We doubted everything. We closed our eyes and ears to the world around us. But you overcame the pain. You raised your head and did not shirk from the truth. You took your troubles in stride. I met new comrades and knew the warmth of friendship. I was emboldened. I listened. I learned just how much I still had to learn. I felt the love of my master, my friends, my family, and my father, who I always looked up to and strove to follow. Hmm. Your journey is over, my daughter. But you have one more trial to face, together with the friends who stand beside you. Machen wir das. I am Brave Lee, Grand Marshal of Eternia. This is your final trial. I shall spare no effort, offer no mercy. Begin! Okay. Dann wollen wir doch mal gucken. Machen schon mal keinen so üblen Schaden. Ich habe meine Magieabwehr gesenkt. Okay. Moment, machen wir zwei Sachen. Erstmal gehe ich in die Ohrochsenhaltung, einfach nur um mehr Verteidigung zu haben. Und ihr geht mal bitte alle schlafen, so gut es geht. So. Das sind Leute mit Waffen. Ja. Ach, sag bloß, Jan. Dementsprechend hauen wir denen mal eine Strahlung rein. So, du untersuchst einmal Brave. Dann machst du noch den Waffenmeister, damit ich direkt dann mit meinem anderen Zeug anfangen kann. Oh ja, bin doch schöne Sachen geklaut. Okay, perfekt, zwei eingeschläfert. Alter, macht der Schaden. Also 30.000 nur. Okay. So. Du kannst... Da du eigentlich am besten bist, so verteidigungsmäßig, einmal kurz Edea heilen. Einfach ganz normal. Der Rest verteidigt sich eben mal. Natürlich wird sie dann angegriffen, die einzige, die sich gerade nicht verteidigt. So, die anderen beiden sind auch wieder wach. Okay, fangen wir dann erstmal an, die kleinen Leute da wegzunehmen. Die Wache. Und anschließend... Boah, ich hau jetzt mal auf die Wache einfach drauf. Du machst dann einfach mal deine mutwillige Zerstörung. Und du machst Lebensdieb auf den Linken. Eieiei. Ja, ne? Na, schade. Okay, der ist auch weg. So, ich denke mal, der Kampf sollte nicht allzu schwer sein.
heil uns eben alle einmal kurz hier. Der Rest verteidigt sich eben mal. Und ich glaube, jetzt will er natürlich uns eine reinhauen. Wobei ist der Lichtblitz nicht auch irgendwie dingenszerstörend gewesen? Ja. Der geht nämlich durch das... 2 TP hast du noch? 2 BP? Woher? Da hatte ich gerade ein paar aufgebraucht. Heilen wir ihn eben mal schnell. Wiederbeleben. Und der Rest verteidigt erstmal noch. So. Yo! Du machst ja zum Glück nicht viel Schaden, Kollege. Und irgendwie verbraucht er keine BP, habe ich das Gefühl. Okay. Dann einmal den weißen Wind. Der Riesenschlechter macht schon so ein bisschen Schaden, muss ich sagen. Ich habe mal einmal eine völlige Zerstörung drauf, um wenigstens ein bisschen Schaden auf ihn zu machen. Vielleicht darf Tiss ja mal eine Runde leben. So. Hauen wir drauf. Wir dürfen, glaube ich, alle schneller sein als er, oder? Tempo 50. 62, 55, 54, ja, fast alle. Okay, der rechnet am besten nicht mit ein, aber Yu und Tiss sind auf jeden Fall schneller. Okay, dann machen wir mal. Wir sind gerade in Ochsenhaltung, das heißt das, das, das und das. Du verteidigst dich sicherheitshalber mal. Du kannst... Moment... Einmal mutwillige Zerstörung und einmal Mimikry machen. Ich glaube, das passt, ja. Und er kann dreimal Lebensdieb machen, um sich ein paar KP zurückzuholen. Ha! Oh. Sein Standhaft gibt ihm gerade einfach massenweise BP. Das ist nicht so geil. Da hat er seine ganzen BP her. Die Sache ist, wie gesagt, er ist langsamer. Das heißt, wenn ich jetzt all out gehe und er hoffentlich nicht verteidigt, sollte das machbar sein. Okay, das heißt Spießhorn, Wolfsfang, Spießhorn, Wolfsfang. Du verteidigst dich sicherheitshalber mal weiter. Und du machst mutwillige Zerstörung und zweimal Mimikry. Und du machst viermal Lebensdieb. Okay, let's go. Ja, das überlebt er nicht. Sehr schön. Aber mach noch eine Runde. Natürlich. Habe ich schon fast gedacht. Let's do this again. Hat er nicht das im Original auch einmal gemacht? Also eins. Das ist nämlich ein kleines Problem jetzt, weil wir jetzt alle ziemlich hart runtergeschwächt sind. Darf er noch wenigstens. Darf er noch angreifen oder lieber nicht? Er darf wenigstens nicht angreifen. Aber wir haben zumindest schon wieder auf 9600 runter. Okay. Alles hängt jetzt an ihr. Finsternis mit Regen. Und das zweimal. Bitte reiche aus. Yo, okay, das reicht locker aus. Was? Wie machst du noch? Wieso machst du noch weiter? Okay. Das ist vielleicht jetzt doch ein kleines Problem. Meine Leute kriegen gleich ziemlich aufs Maul. Das heißt, du musst sie irgendwie am Leben halten. Dann einmal die Weihestrahlung auf uns, bitte. Okay. Der wird ja wohl kaum noch ein drittes Mal aufstehen. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich behalte mal Yu in der Hinterhand. Und mache wieder Finsternis Regen auf ihn. Das macht nämlich schon mal 16.000 Schaden. Mutwillige Zerstörung macht nochmal vielleicht.
6000? Und den Rest müssen wir hier aus dem Lebensdieb wieder rausholen. Ja, doch. Ich glaube, das könnte funktionieren. Allein die Angriffe von Tis und Magnolia sollten da eigentlich ausreichen. Wie, du bist schneller. Jui. Warum Magnolia diesmal langsamer war. Close one. So, haben wir dich jetzt erwischt? You have grown strong, my daughter. Ja, okay. Das war jetzt schon fast ein bisschen knapp am Ende. Und noch ein paar Sachen bekommen. Ja, doch, das war eine gute Aufgabe. Und damit haben wir jetzt auch den Templar-Asterisken. Davon irgendwelche guten Fähigkeiten drin gehabt früher? Weiß es nicht. Krieger mit sehr guter Abwehr, Verteidigung, bevorzugt Schwerter und Rüstung. Ja, wieder ziemlich schön aus. Hat vor allem Rüstung auf S, Großschwert. Ach, der hat Großschwerter auf S und normale Schwerter, okay. How strange. For the first time in my life, I feel no regret or frustration in defeat. Perhaps this is what I had hoped for all along. Father. It is nothing. For being told I might never wield a sword again, this body served me surprisingly well. Now, you must take this. This is the stave of the Grand Marshal of Eternia. He, nay, she who bears it, holds full authority to rule the duchy. Rule Eternia? Me? Yes. You have shown that you possess the strength to cut down your foes, the strength to protect your people. And most of all, the wisdom to know that though you possess both, you need not use either. Go forth and rule in wisdom, Grand Marshal Idia Lee. The future of Eternia, nay, of the world itself, is in your hands. Yes, Father. Okay. Wir sind mal eben Grand Marshal geworden. Why, Idia? Mother? What's going on? Your father and I have decided to move out here to the woods. Seriously? But isn't this the Wise One's place? It certainly is. Or was. From what we've heard, he hasn't been around here in quite some time. I've been thinking of renaming the place. Brave Lee's Needleworks. And Sage Iliana is okay with this? Don't worry, dear. The old sage could never get angry at me. But listen, Idia. I'd like you to have a word with your father. Hmm? About what? His armor. Even though we're retired and living here in the woods, he refuses to take it off. I have grown accustomed to the proper ballast it provides. If I took it off, the next stiff breeze might carry me clear into the sky. I think I'll stay as I am for now. The full metal seamster, huh? That's gotta be a first. Sir, the delivery you asked for. Alternus, I've been waiting for you. Fabric and thread just as you asked. If you exhaust your supply, simply say the word and I shall procure more. Thank you, Alternus. You're always so helpful. And what of the other items I requested? I have brought them, sir, but are these truly what you were looking for? Patchwork for prentices. 100 embroidery patterns for spring and summer. Yes, these are perfect. You're really serious about this needlework stuff, huh? Of course. Have you ever known your father not to be serious? For my first project, I believe I shall make you a quilted vest. Then again, Noble Tsuna hinted that he wanted a new tea cozy, and I promised to knit Alternus a woolen scarf. Before that, the armor. Schön, wo wir jetzt im Endeffekt gelandet sind. Geh und rettet unsere Welt. Sind wir geheilt? Natürlich nicht.
So, ganz knapp am Ende noch. Uns fast aufs Maul gehauen noch. Eigentlich wollte ich nicht bis zur Nacht schlafen, sondern einfach nur schlafen, aber gut. Machen die jetzt irgendwie noch was in der Nacht hier? Na, können wir uns immer ausruhen. Was haben wir? Ist das jetzt auch ein Teil zum Ausrüsten, der Stab? Da. Bringt der irgendwas? Ja, die Weiß ist halt um 9. Kann ich leider nichts mit anfangen. Na gut, damit haben wir dann auch die Sidequest geschafft. Jetzt hat auch wenigstens das Haus hier irgendwie einen Sinn. Das heißt, beim nächsten Mal werden wir uns dann auf zur Lontano-Villa machen. Nachdem wir jetzt mit der Großmarschallin, mit dem Großmarschall von Eternia höchstpersönlich unterwegs sind. Ja, kann man mal machen. Ich glaube, in unserer Einrichtung wäre irgendwie schneller gewesen. Aber ja, das war... Also ich finde, der ist auf jeden Fall für mich mit der beste Charakter aus dem Spiel. Und was er hier so, was sie so durchgemacht hat. Das ist schon cool. Ja. 600.000 und 31. Ja, ich denke mal, gibt nichts weiter zu sagen. Beim nächsten Mal werden wir uns dann hier reinbegeben und gucken, was für ein Monster hier Caldissla bedroht. Das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.